Oh, wir hätten sogar zwei Genesungen gehabt, aber ja, die sind für Notfälle. Feuerbälle könnte ich in den Rucksack packen und mal jemandem geben. Meisterstärke kann ich verkaufen. Das sind alles Schutzformen. Fluchbrechen behalten wir. Ja, und den Rest identifizieren kann weg. Und Handlungsfreiheit ist eben Priesterzauber. Gift neutralisieren auch so. Gucken wir mal hier. Magieabwehrtrank, Konzentrationstrank, den behalten wir auch. Die Riesenstärke und Verwundbarkeitstrank. Der ist trüb, also können wir den verkaufen. Wahrnehmungstrank behalten wir. Wolkenriese, Steinriese behalten wir auch. Trank der Klarheit. Nee. Den können wir verkaufen. Schöpferkraft brauchen wir eigentlich auch nicht. Trank der Freiheit auch nicht. Stärke auch nicht. Brandöl auch nicht. Trank der Einsicht. Bringt auch nicht wirklich viel. Und Trank der Macht. Das ist der gute Trank hier, ja. Und hier. Oh, wir haben hier mehrere Verwundbarkeitstränke. So, also der Unverwundbarkeitstrank, der kann in den unteren. Steinform könnte eigentlich eher zu ihr. Also sie hat jede Menge Heiltränke eigentlich auch wieder. So. So ist das besser. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. So, und jetzt würde ich erstmal rasten, bevor wir dann zur Brückenfuhr wieder zurückkehren. Ich brauche ein schluckstarkes Fernbier. Gut, wir sind wieder voll. Und können nach Brückenfort zurückkehren. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, in der Höhle war ich schon. The beauty of a Wie ihr wünscht. sunrise has nothing Something on you need? me. Halt, wer ist da? Ihr erkennt mich nicht, ich bin es nur. Eure Patrouille wurde gerettet und sollte schon längst wieder zurück sein. Ich bin es nur. Ihr macht euch besser schnell auf den Weg. Eure Patrouille wurde gerettet und sollte schon längst wieder zurück sein. Ja, Kerim hat mir auch erzählt, wer für ihre Rettung verantwortlich ist. Ihr habt dem Kreuzzug einen Gefallen erwiesen, ich bin sicher. Und dann kam wird euch belohnen. Ihr findet ihn im Lager hinter mir. Möge das Licht immer auf euch scheinen, Freund. Wie kann ich helfen? Ich habe einen Weg ins Lager des Wie ihr Kreuzzugs wünscht. gefunden. Edelsteinchen. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Delgamunsch. Hier sind alles nur Söldner. This group shows promise. Extraordinary. Also sehr viele Kreuzritter-Rekruten und auch Söldner. What you want. Kenne ich euch? Ich bin bei euch. Ich habe mich letzte Woche Kehle angeschlossen. Ich glaube nicht.
Gehört dazu, viel verfluchte Leute schließen sich dieser verfluchten Sache an. Okay, okay, ich bin Munch, Delgar Munch. Rechte Hand von Oberst Cordell, was tut ihr hier? Das gleiche wie alle anderen. Ich warte auf den Befehl, Brücken voreinzunehmen. Was immer bei unserer ruhmreichen Sache hilft, Sir. Gerade schrubbe ich Latrinen. Was der General mir befohlen hat, zumindest bis ich mich davon abgehalten habe. Bis ich mich davon abgehalten habe. Wie war gleich mein Name? Nehmen wir mal die zwei. Es geht euch also nichts an. Ich vergesse nie ein Gesicht, ich erinnere nicht an eure. Ich muss wohl aufmerksamer sein. Ah, Kerem ist hier. Hey, ihr seid es. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich darf einen Monat lang nicht patrouillieren, also hat alles bestens funktioniert. Oh, Wein. Nee, brauchen wir nicht Wein. Kuh und Eichhörnchen. Oh, da ist Dawn. Lasst uns raus. Befreit uns, Mensch. Öffnet diese Käfige. Öffnet. Ignore the Trolls. You're nothing but meat to them. I, however, have more to offer, if you release me. Ignoriert die Trolle. Für die seid ihr nicht mehr als Fleisch. Ich jedoch habe mehr zu bieten, wenn ihr mich freilasst. Dorniel Kahl, ich hätte nie geglaubt, dass ich euch einmal in einem Käfig sehen würde. Was ist passiert? What are you doing here? No, I don't care. Open the cage. Free me. Bueno, was tut ihr hier? Nein, es ist mir egal. Öffnet den Käfig. Befreit mich. Uns auch. Lasst uns rauf Silence, raus. Silence, vermin. Sentient creatures are talking. What are you waiting for? Release me. Ruhe, nutzloses Pack. Höre Wesen sprechen. Worauf wartet ihr, Benno? Ihr befreit mich. Nennt mir einen Grund, warum ich euch aus dem Käfig lassen sollte. Ich befürchte, ich kann nicht. Noch nicht. Abgeholt, ich kehre zu euch zurück, wenn ich erledigt habe, was zu erledigen ist. Das wäre ich vielleicht, nachdem ihr mir verraten habt, wie ihr überhaupt in den Käfig gelandet seid. Welches Tool werdet ihr an meiner Seite gegen den Kreuzzug kämpfen? Ich nehme keine Befehle von Halbwachs in Käfigen an. Lebt wohl, so gut könnt ihr in Anbetracht der Umstände. Sagt mir erstmal, wie ihr dem Käfig gelandet seid. I was captured while attempting to slay the revered brother Hormorn, priest of Kalar. I did not anticipate the one they call the Barghest interfering with my mission. Ich wurde gefangen genommen, als ich versuchte, den Ehrenbruder Hormorn, Priester von Kalar, zu bezwingen. Ich habe nicht vorgesehen, dass der Barghest mein Vorhaben vereiteln würde. Vereiteln könnte. Der Barghest? He commands the Crusaders stationed here. A powerful fighter. He will make a worthy sacrifice to my patron, Urgothov. Er befähigt diesen hier stationierten Kreuzritter, ein mächtiger Kämpfer. Er wird Urgotts ein würdiges Opfer sein. Nicht weit im Südosten ist ein Lager der flammenden Faust. Sagt ihm, Benno, er hat euch geschickt. Sie werden sich um euch kümmern, bis ich zurückkehre. You freed me from my cage, and that is no small thing. I'll forgive your insolence this time. When we meet again at this camp you speak of, do not be so imprudent as to try and command me again. Ihr habt mich aus meinem Käfig befreit, und das ist eine große Tat. Ich verzeihe eure Frechheit diesmal. Wenn wir uns im Lager treffen, von dem ihr sprecht, da seid besonnen und versucht nicht mir weit wieder Befehle zu erteilen. Ja? Wie ihr wünscht. Dorn wird sich meinem Verbündeten im Lager der flammenden Faust anschließen. Gott sei Dank, ohne Warnung erfasst euch die eiskalte Gewissheit, dass in der Nähe eine Nadel gefunden werden kann. Also ja, ich habe Dorn gerettet. Kalars Anhänger kam den Halbmonk Dorn in Khan gefangen gehalten. Ob er seinen Wunsch, den Kreuzzug zu vernichten, bestand bereits vor seiner Zeit im Käfig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm vertrauen kann, aber ich habe ihn zum flammenden Faust geschickt. Sie können ihn wieder einsperren, sollte das nötig sein. Ja. Ui. Ach, das ist Dorns Zeug. Wie ihr braucht, nur zu fragen. Yes. What is this? Was ist das? Warum steht immer eine Meditation? Wer seid ihr?
Ihr habt die Ehre, mit Vichand, dem roten Magier von Telluheim, Diener der strandenden Dame Kela Atmos, zu sprechen. Ihr seid ein Zauberer. Habt ihr irgendwelche magischen Gegenstände zu verkaufen? Meine aufrichtigste Entschuldigung, dass ich euch störe, mein Herr. Ich möchte eure Entschuldigung nicht hören. Ich möchte nichts von euch hören. Geht einfach. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Das Tagebuch des Trollbegleiters. Jemand hat dieses Tagebuch aus Fetzen von Bergament und Leder zusammengepflegt. Große Teile davon wurden zuvor bereits verwendet. Der neue Verfasser hat Hinweise auf Versorgungsgüter und Truppenbewegungen ausgestrichen und Kommentare einer kritzligen, kaum lesbaren Handschrift hinzugefügt. Eintrag 1. Menschen wollen Myth bezahlen, andere Menschen zu töten. Das ist eine gute Sache, glaube ich. Dieses Lager voll mit Magie. Menschen, die Myth von ihren Göttern erzählen wollen. Mich kümmern nur Yengu, aber lass Menschen reden. Großer Offizier sagt, sein Name Morbale bringt Myth bei, Wörter auf Papier zu machen. Myth übt jeden Tag. Myth macht viele Wörter. Jetzt macht Myth Mörder über mich und dumme Menschen. Geben mir viel Gold zu töten andere Menschen. Bringe Gold dann zu Rudel. Eintrag 6. Anführerin von Menschen scheint wie Sonne. Ihr Name Kela. Kela will mit Trollen reden. Will, dass ich zu Trollen bringe. Myth sagt nein, Trolle fressen uns alle. Kela legt Hand auf Myths Schulter, sagt, alle Kreaturen, auch Gnolle und dumme Menschen und Troll können ihrem Licht dienen. Kelas Stimme nett, aber ihre Worte machen keinen Sinn. Myth ist nicht im Licht. Trolle werden uns fressen. Myth hatte recht und Kela hatte recht. Wir können beide recht haben. Wir können beide recht haben. Trolle kamen aus Höhle, wollten uns fressen. Dann redet Kela über ihr Licht, verspricht Gold und Nahrung. Einige Trolle denken, das ist gut. Wie Myth. Wir bekommen viel Gold und bringen es zum Rudel. Dann schreien andere Trolle und sagen, nein, dumm. Sagen, Kela macht Falle. Trolle kämpfen gegeneinander, wollen uns fressen. Kela will sie aufhalten. Sagt, wartet, hört mir zu. Trolle hören nicht zu, kämpfen nur. Myth hilft einem Troll zu töten und zündet ihn an, aber stiehlt einen Arm zum Fressen. Sehr zäh. Kela und andere Menschen legen Netz und Kette um Trolle. Sie nun im Lager eingesperrt. Kela sagt dem Bruder Hefernan, sie traurig. Sie sagt, meine Arroganz hat vielen unschuldigen Tod gebracht. Bruder sagt, ist nicht Kelas Schuld, aber Myth denkt vielleicht doch. Eintrag 20. Heute Abend große Zeremonie, genannt der Blitz, aber es gab keinen Blitz. Nur ein großes Feuer und wir singen alle. Bruder hat angefangen und wir sagten das, was er sagte. Leute schrien, dass sie Licht sehen. Myth sah kein Licht. Das war aber Licht drin. Ein Feuer in Myths Brust. Hörte sich heiß und stark an. Kela kam heraus und ihre Augen wie Feuer. Vielleicht hätten Trolle sagen sollen, sie arbeiten für Gold. Kela marschierte mit uns zur alten Burg. Sie kam zu Myth und legte wieder Hand auf Schulter. Sie riecht gut, aber nicht wie Beute. Stark. Sie sagt, Myth, ich zähle auf dich, dass du Trolle richtige tun. Das Feuer ging wieder an wie in der Blitznacht. Ich dafür gesorgt, dass Trolle alle in Reihe bleiben. Keiner hat uns gefressen. Weden an für Lager und Kela sagte, gute Arbeit, Myth. Rodel sagt nie, gute Arbeit, Myth. Auf dem Weg zur Burg kamen wir an Myths zu Hause vorbei. Rodel versteckt sich in den Hügeln. Taschen sind voll Gold, aber ich gehe nicht zu Rodel. Sie haben kein Feuer drin und wenn Myth geht, ist Kela traurig. Wer passt auf Trolle auf? Myth hat hier richtig wichtige Arbeit. Myth lässt Kela nicht im Stich. Ja? Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Also ja. Oh, und das ist Hormon. Der Hohepriester. Wir haben noch nicht mit Karm geredet. You. Who are you? Ihr, wer seid ihr? Ich weiß, der euren Neffen gefunden hat, Sir. That's right, he described you. The idiot needs a permanent bodyguard to look after him. Still, I'm grateful. Here's a token of my appreciation. Stimmt, er hat euch beschrieben. Dieser Idiot braucht einen Leibwächter, der ständig auf ihn aufpasst. Trotzdem danke ich euch hier ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke, Sir. Wegtreten. Ja, ich hätte ihm den Schlüsselstein geben können. Wollte ich aber irgendwie nicht.
Oh ja, hier können wir, sollten wir nicht rausgehen, außer wir wollen einen Pfeil abkriegen. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal raus hier aus der Meute. Und speichern mal. Das ist nämlich auch mal wieder Zeit. Das ist jetzt Let's Play 10. Sind wir mittlerweile. Ui. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.